Hallo Leute, wie geht's und wie steht's? Okay, es geht weiter. Und eine kurze Mitteilung. Bei Part 28, die letzten 4 Minuten, das war ein Rauschen. Deswegen habe ich das weggemacht und da ist momentan kein Sound. Schade, aber Camtasia hat irgendwie da reingekackt und ich kann nichts dafür, aber wenigstens gibt's dazu ein Bild und da ist sowieso nichts interessant passiert, außer wir haben Nessie getroffen. Nessie. Aber Rempo hat gesagt, das ist nichts Besonderes und da sind wir wieder rausgegangen. Ist wohl nichts Besonderes, ein Tier einfach auf dem Meer, auf dem Fluss zu sehen. Ist klar. Ja. Deswegen machen wir hier mal weiter und gucken uns mal. Warte, erst speichern wir das mal kurz ab. Speichern wir das ab. Boah, wir haben schon so viel gespielt. Okay. Okay, wir haben lange nicht mehr gespeichert. Das müssen wir uns anmerken. Nee. Das ist jetzt Part 29. Ich mach bis Part 30. Konnte ich da vorher rein? Wusste ich gar nicht. Warte, wenn ich jetzt weitergehe, wo komme ich dann an? Was zur Hölle? Aha. Ist klar, jetzt kann ich nicht mehr zurück, oder was? Bastarde, okay, aber wir haben einen Geheimweg gefunden. Das merken wir uns mal. Warte, was haben wir jetzt alles bisher gefunden? Kann ich das ansprechen oder angucken? Okay, das kann ich dann als einziges angucken. Okay. Aber schade, wir haben nichts Interessantes gemacht. Wir sind ja nur den Weg zurückgegangen. Ich meine, bei Part 28. Wenigstens waren die wichtigsten Teile noch da im Video. Bei 27 und so alles. Okay. Er mag wohl Rosen, der Bürgermeister. Aber ich kann in sein Haus. Jetzt analysiere ich ihn. Jetzt habe ich ihn analysiert. Was zum Teufel? Ruanischer Bürgermeister Georg. Okay. Er ist ein ruanischer Bürgermeister. Super. Was passiert dann, wenn ich ihn anspreche? Das weiß ich gar nicht. Das muss man austesten. Okay. Hier kriege ich doch bestimmt irgendein Item, oder? Sei gegrüßt. Reden. Willst du Rohan beschützen um ganz Kailala? Ich bin unter deinem Einsatz. Geh zu den Schlosstoren und schreib dich ein. Okay. Ich muss zu den Du kannst nicht alleine nach... Was? Warte nochmal. Du kannst alleine nicht nach oben. Wieso nicht? Okay. Was geht da oben ab? Ist irgendwas Perverses da los? Und ich brauche irgendeinen Partner dafür? Ein Zwinger. Ein Zwinger in einem Bürgermeisters Haus. Boah, der Bürgermeister hat sehr große Vorlieben für Zwinger. Ein Zwinger. Okay. Merken wir uns diesen Detail. Er ist ein Zwinger. Ein verdammter Zwinger. Ah, wieso ist es dunkel? Verdammt nochmal. Warte, wieso gab es eigentlich Nessie? Das verstehe ich gar nicht. Wozu war eigentlich Nessie da? Da ist unser Kumpel. Was ist jetzt los? Ich glaube, er wurde nicht angenommen, oder was los? Jetzt komme ich. Wie bitte? Du willst dich einschreiben? Aber nicht, wie du aussiehst. Das wäre ja Selbstmord. Was denn? Das Kind hier ist ein Schwertmeister? Los, jetzt geh wieder nach Hause. Verdammt, die nehmen dich nicht ernst. Du siehst wohl eher schwächlich aus. Ach, was soll man sagen? Was müsstest du denn tragen, damit sie dich in die Armee lassen? Wenn du niemanden kennen würden, der sich in Kriegshandwerk auskennt. Ich weiß es, wie wäre es mit dem Schwertmeister der Stadt? Vielleicht sollten wir den mal fragen. Gute Idee, vielleicht kann uns der alte Kerl wirklich weiterhelfen. Kann ich da durch? Okay, das kann ich, okay. Ich kann hier durchgehen. Untersuchen wir diese Blume. Was ist das für eine eklige Blume? Hat solche komischen Lippen. Kusslippen, Rosana, denke ich dann. Okay, wir gehen mal ins Schloss rein oder dürfen wir noch nicht? Okay, wir dürfen fast alles hier machen, okay. Soldat des Königs, okay. Kann ich ja durch? Verdammt, geht nicht, okay. Das ist eine Sofe, haben wir den schon nicht analysiert? Ach so, das haben wir schon, okay.
Verdammt, meine kleine Schwester läuft hier auf Amok. Okay, es geht nach oben. Ich gehe nach oben. Wartet mal kurz. Okay, es geht weiter. Säulen. Okay. Türen, die man nicht durchtreten kann. Durchgehen kann, meine ich. Ah, die kann man. Wo zur Hölle bin ich, verdammt? Aber man kann, okay. Das ist vor der Irrgarten hier, verdammt. Hä? Verdammt. Okay, ich kann nicht. Vor der Irrgarten. Kann ich da durch? Dieser Bereich ist gesperrt. Okay, schade, schade, schade. Ich dachte, ich kann jetzt durch. Anscheinend wohl nicht. Wo zum Teufel bin ich denn jetzt? Boah, das war das Riesenschloss. Brustplatte. Das will ich mal gleich antragen. Oh, ich trage das jetzt. Gut, wir sind jetzt ausgerüstet. Super. Ja, okay, das haben wir jetzt auch geschafft. So. Legierungsplatte. Juhu. 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 Okay, jetzt ist das Feuer. Yeah, sieht uns doch an. Sieht uns doch an. Wir sind jetzt cool. Wir haben eine Platte an. Yeah, eine Platte. Was zum Teufel? Jetzt lo. Rempo, du. Achso, ich bin schon die Karte dran. Ach, okay, okay, okay. Entschuldige, Rempo, für diese schlimme Anschuldigung gegen dich. Was gibt's hier bestimmt? Eine andere Ausrüstung. Speisesaal. Was macht die alleine hier? Hä, was machen die alleine? Egal. Momentan gibt's hier nichts. Denke ich jetzt mal. Und ich gehe wieder raus. Wir haben die Brustplatte bekommen. Super. Brustplatte. Wo bin ich zum Teufel nochmal? Ich hab mich komplett verlaufen. Verdammt. Weg zum Verlies. Ach so, den Weg kennen wir ja noch. Okay. Jetzt gehen wir den Weg mal durch. Vielleicht finden wir ja irgendwas. Oder irgendetwas. Stadtbewohner dürfen hier nicht rein. Bitte geh. Okay. Wir dürfen wohl nicht da durch. Das hat sich jetzt auch erledigt. Schade, schade, schade. Aber was soll man machen? Wenigstens haben wir das jetzt erkannt und wissen jetzt, was da los ist. Nee, 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 nee. Okay, jetzt gehe ich nach rechts. Hier muss doch irgendwann eine Tür geben, oder? Aber hier geht's weiter, okay. Hä, wieso kann ich jetzt nicht da durch? Verdammt. Ihr wollt mich doch verarschen, Leute. Ihr wollt mich doch verarschen hier. Hä, wie zum Teufel soll ich jetzt wieder rausgehen? Ach so, so ist es. Okay. Und wer zum Teufel ist hier? Den analysieren wir auch mal gleich. Okay, das ist der gleiche. Karte will ich haben, danke. Nee, nee, nee. Okay, noch ein Ritter. Ich gehe jetzt nach oben und besuche mal den König. Audienza. Okay, okay. Das ist jetzt irgendwie episch hier. Kann man hier durch die Türen? Anscheinend wohl nicht. Oder doch? Okay. Doch, die Tür können wir. Da ist die Prinzessin. Was zum Hölle? Was ist das denn? Ego. Ach so, die hat eine egoistische Prinzessin. Die ist egoistisch. Das wusste ich schon davor. Sei gegrüßt. Reden. Ja, okay. Und du, was hast du zu sagen? Bist auch normal, ein normales Dienstmädchen. Ich gehe wieder raus, es gibt nichts mehr. Den König müssen wir noch analysieren, der ist ja da oben. Aber das machen wir auch gleich. Wir sind jetzt ganz böse und analysieren fast alle Menschen hier. Oh. Und da geht auch nicht, okay. Egal, wenigstens haben wir die Prinzessin analysiert und wissen, die ist egoistisch. Die Ego-Prinzessin. Und was hast du zu sagen, König? King of the Queens.
König Xenobart. Ich nenne ihn ein bisschen Xehanort, aber egal. Ja, wir gehen jetzt zurück. Schloss Franelle, Halle, okay. Ich glaube, in den Hallen waren wir jetzt überall. Denk jetzt mal, hoffe mal. Nö, 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 nö. Okay, das war's jetzt mal für das Schloss. Das war's jetzt mal. Nö, 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 nö. Okay, es buggt. Boah, ihr habt das gerade gesehen, den schwarzen Fleck da unten auf dem Boden. Okay, jetzt müssen wir den Weg zurückgehen und unseren alten Meister ansprechen. Der will ja unbedingt... Nein, wir müssen ihn unbedingt ansprechen, um weiterzukommen. Aber wenigstens haben wir die Brustplatte bekommen. Das ist ja gut, dass wir alles analysiert haben. Warte, was hat eigentlich Rex da gemacht? Wollte sich auch einschreiben lassen? Warte, wir haben eine neue Blume bekommen, okay? Das... Blumenbedeutung. Wo ist jetzt die Blume? Da. Wir will eine... Ach, hier... Zornespflanze, sie bedeutet Tapferkeit. Was für eine hübsche Blume. Nein. Nein, hab ich nicht. Margarete. Er hat einen 4-Pfannkuchen. Was? Ich hab Pfannkuchen bekommen? Dieses Spiel ist echt unglaublich, ich sag's euch, Leute. Wir kriegen mal für jede Scheiße irgendwas. Metallisieren 4 Mülleimer bekommen. Jetzt kannst du deinen Müll in den Mülleimer werfen. Juhu! Und wir müssen ansprechen. Mit unserer Brustplatte. Du bist also gekommen. Willst du auch in den Krieg ziehen? Im Gegensatz zu den anderen willst du nicht für dein Land oder den Ruhm kämpfen. Natürlich nicht. Wir müssen uns um den weit wichtigere Angelegenheiten kümmern. Pah, so wirst du auf dem Schlachtfeld kaum überleben. Was hat der alte Kerl gesagt? Du hast gelernt, mit dem Schwert umzugehen. Aber wie willst du den Pfeilhage auf dem Schlachtfeld entgehen? Nimm dir ein Schild. Auf diese Weise bist du bereit für den Kampf auf dem Schlachtfeld. Und wo bekomme ich ein Schild? Du musst dir ein Schild besorgen. Richtig. Und wo sollst du den herbenehmen? Fragen wir doch einfach mal alle Leute in der Stadt. Oh, verdammt. Jetzt muss ich mal durchfragen, verdammte Scheiße. Okay, ich rede erstmal mit dem Sohn. Vielleicht weiß er irgendwas. Nee, 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 nee. Ein Schild? Ich glaube nicht so, wie Bürgermeister Georg einmal mit einem geprallt hat. Okay, wir müssen jetzt, wo man jetzt hingehen soll. Das ging ja schnell. Ich komme ja sehr schnell voran in diesem Spiel. Ich mag die Musik, die ist voll geil. Ich kann es einfach nicht beschreiben. Was zum Teufel? Jämmerlicher Mensch, hast du ein Problem mit mir? Was ist ein Elf? Ich bin gerade hier beschäftigt. Hör auf, mich zu nerven. Du wagst so mit mir zu reden? Was hast du gerade? Oh mein Gott, diese Ohren. Richtig, ich bin von der edlen Abstammung. Jetzt bring mich zu meinem Vater. Noch ein Elf? Komm schon, Roxas, da sollten wir uns nicht einmischen. Wie? Aber Elfen sind Melis Freunde. Ich habe keine Zeit, deinen Aufpasser zu spielen. Finde ihn doch selbst. Okay. Hey, warte mal kurz. Jetzt warte mal kurz, okay? Du da, Menschenkind. Ja, genau du. Wir haben auch einen Namen, Spasti. Das hast du doch sicher gerade mitgehört. Mein Vater ist irgendwo in der Stadt. Kennst du ihn? Ja. Gut, dann machen wir uns jetzt so. Du wirst mich jetzt zu ihm bringen, Namen nennen. Aha, ich heiße Sylphie. Also los, Roxas, bring mich zu meinem Haus meines Vaters. Super. So schnell ging's ja auch. Selfie! Vater, ich habe mir Sorgen gemacht. Ich könnte das gleiche sagen. Warum hast du das Dorf verlassen? Vater, bitte, ich habe gehört, das Reich will dieses Land einnehmen. Ich kann hier, um dich zu retten. Mach dich nicht lächerlich. Der kaiserliche Armee hat bereits angegriffen. Jetzt gibt es kein Zurück. Was? Mach dir keine Sorgen um mich. Mit Menschen werde ich fertig. Unterschätze niemals das Reich. Jetzt zu dir, Roxas. Danke, dass du Selfie beschützt hast. Was? Dieses Kind hat doch nichts getan? Bei denen musst du dich nicht bedanken. Selfie, mit dieser Einstellung wirst du niemals Freunde finden. Achso, die hat mich gerade gedisst. Undankbare Bitch. Na und? Kein Mensch kann ein Freund von uns Elfen sein. Dafür sterben sie immer viel zu schnell. Pah, ein Elf durch und durch. Und bald wird die Welt untergehen. Mir tut es leid, dass sie keine Freunde hat. Bitte lass mich dir danken. Roxas, frag doch, ob du mal das Schild sehen dürftest. Darf ich das Schwert sehen? Darf ich das Schild sehen? Mein Schild, also gut. Boah!